Ja, das schmerzt ein Teil natürlich schon. Ich meine, wenn man all die Skifahrerinnen wieder sieht, die den ganzen Skierzeit so geworden sind. Ich kann mich erinnern, dass Monika Wenger gerne Teig war. Jessica Meyer auch gerne Teig war. Nicole Riffel gerne Pasta. Und Martina Bühler Spaghetti. Nadia Lorenz gerne Spaghetti. Tamara Birchen Pizza. Sabine Brio gerne Pasta. Und Valentina Fünsch italienisch. Ah ja, nur Trabea Grand, die gerne in Casimir. Und auch in Bonjour, Grillab. Ruhe, wo verstanden Sie jetzt nicht wieder mal Medaille können? Spitzensport ist Knie, oder? Und falsch schließt der Volk, falsch schließt er einfach so über Bäume und so. Und überhaupt, hey, du da, du! Jetzt Kackack. Wir Enten. Wer eine Kuh beim Schießen und schaut dich doch einmal an, du. Der Trainer meint es gut. Der Trainer ist ein ruhiger Typ. Es ist einfach kein Stockeinsatz da. Es ist einfach kein Tempo da. Es ist einfach keine Qualität da, oder? Über den Rückenfahrer auf den Zug haben wir gesagt, das ist Qualität, nicht bremsen, oder? Es gibt da nämlich zum Beispiel so Mädchen, die nicht essen wollen oder auch keine Hunger haben. So, Martino. Jetzt nimmt es uns natürlich wahnsinnig Wunder, was du so beim Training auf der Piste isst. Energy Bars, 70% Kohlenhydrate, 30% Süßstoff. Also Tonis, Elektrolytreich, Listobons, Snickers Twix, MDM Mars. Zucker mit Zuckerpust. Genau. Hast du gestern zum Nachtessen, hä? Nudeln. Ja, aber Moment, Moment. Also gestern hast du doch Stocki gehabt, oder? Ja, mit dem Seele und dem Salat. Das Dessert. Genau. Ja, liebe Zuschauer, Entschuldigung, Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Jahrbuch in der Stadt nehmen. So ist Mädchen. So am liebsten essen. Martino, was ist zum Beispiel das Moni Wenger am liebsten? Nudeln. Ja. Jessie Meyer. Spaghetti. Niki Riffel. Pasta. Du selbst. Nudeln. Nadine Lorenz. Spaghetti. Tamara Birchen. Pasta. Spaghetti, Uhren, Gott, verdammt sie jetzt mal. Also wirklich. Dumm in der Fuhr im Schiessen. Sabine Briand. Nudeln. Okay. Alle Bonjour. Nudeln. Grillade! Ja, es hat vor alles schon gesagt. Was? Ah, ja, genau. Jetzt interessiert unsere Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich noch viel mehr. Also unsere Tube, der so einen Schweizer Skilatz essen. Der ist mir mal noch um 6 Mal mit Stockinsatz in die Zug Tube? Ja, genau. Ja. Buben haben gerne Kartoffelstock, Gonon Bleu, Steak, Pommes, Kebab, Fondue und ab und zu Äpfelmagronen. Oh, das ist Stockinsatz, das ist Qualität, nicht bremsen. Und wenn man auf Zug hat, dann sagt man, ein Spitzensport ist lieb. Man muss natürlich so viel essen wie möglich, oder? Und die meint, die müssen Masse zu haben, die müssen Substanz haben für die Mauer Ski, oder? Das Loch könnt ihr abbrechen. Oh, Martina! Es gibt natürlich bei den Mädchen ein gewisses Problem, oder, dass sie die Figur in die Richtung entwickeln, die ihnen nicht ganz zugeht. Martina! Was gefällt dir denn neu an deinem Körper? Das Fodi. Du kannst noch ein bisschen weiter vorstehen als die Hinterleute.
persönlicher Geschmack ist es auch nicht unbedingt. Aber ich finde es ein recht schönes Schmalzöckchen, das sie da schon angesetzt haben. Und was soll sonst nennen, Martino? Oberschenkel. Genau. Wenn ich zum Beispiel als Trainer finde, dass das Martino wieder recht schön ein Fasnachtschenkel überholt hat, was sagst du, Martino? Super. Oh, weißt du, als Frau kann sie das natürlich nicht unbedingt als Kompliment empfinden. Nein, nicht wirklich. Ich meine, das ist ein Wohnzimmer, wo ich den Arsch. Auf den Schlafsteck kriegst du die nicht. Ich war noch, kennst du schon? Warum trägt eine Sonnenbrille eine Blondine ins Leben? Nein, umgekehrt, eine Blondine, eine Sonnenbrille ins Leben. Also mein Vater kennt, der sitzt dort drinnen. Ja, nein, also nicht. Sollt ihr es sagen? Ja, es wäre nur cool. Oh, der Thomas Buchlin wieder mal eine Schönwetterperiode angesagt hat. Du lernst mir sofort per SMS den Kollegen weiterschicken, gell? Heute ist hier ab, sie kennen den schon alle. Wenn eines von diesen Mädchen mich wieder abgenommen hat, oder? Dann muss ich zuerst mal mit in ein Säckchen sitzen, muss ich zuerst ein bisschen arbeiten, oder? Gell, Martina, gell? Und wenn das Mädchen anfängt zu brühen, dann muss ich eben speziell hart bleiben, oder? Im Spitzensport ist Krieg. Zum Spitzensport braucht es Blut, Schweiß und Tränen. Ja, und jetzt, sie war. Sag mal. Hast du doch gerne ein Fischer, wenn es fremd? Silana, mach du das mal, red du mal mit dieser dummen Kuh. Ja. Ich stehe zu dir, weißt du, ich bin pädagogisch, du bist jetzt im Sportmanagement, gell? Oh. Ja. Ja, ich mach das Rudel dir ein bisschen zu aus, nicht? Ja. Martina? Hä? Komm mal hier hin. Weißt du, Martina, der Trainer, der meint es nur gut mit dir. Aha. Und weißt du, Martina? Ich meine es auch noch gut mit dir. Ich mache jetzt eine Ausbildung im Sportmanagement. Das ist genau das Richtige für so schwierige Fälle, wie du jetzt einer bist. Aha. Du weißt also, dass du ein schwieriger Fall bist, Martina. Ich weiß nicht. Martina, wir haben ein Problem miteinander. Wir müssen zunehmen. 5 Kilo haben wir gesagt. Martina, ich verstehe es nicht. Wieso nimmst du nicht zu? Ich weiß nicht. Isst du nicht? Doch, ich habe gegessen. Martina, wer isst, der nimmt zu, das ist logisch, nicht? Warum nimmst du nicht zu? Warum isst du nicht? Gar. Sag mal, was hast du gegessen? Nein, bitte, Hals für dich. Aha, das ist das Problem, du kotzt die ganze Geschichte immer wieder. Nein, ich will nicht kotzen. Martina, verstanden? Martina, weißt du, wir, der Trainer, ich und die ganze Schweizer Nation, wir brauchen mal wieder eine Medaille. Wir wollen mal wieder Gold! Gold! Martina, alles, was du machen musst, ist ein bisschen essen, 5 Kilo zunehmen und dann auf den Brettern den Hang zu abfahren. Genau! Und auf die Staublawine musst du den Hang abfahren. Ja. Die Rückwelle, eine Art, die ganze Zuschauerschaft wegpusten und wir haben Gold! Martina, es ist nicht so schwer. Du musst nur essen. 5 Kilo zunehmen, weißt du, wie einfach ist das Essen? Nur essen! Los, jetzt zu! Nur essen ist es bei dir! Ich bin froh, wenn ich nicht essen. Ich bin froh, wenn ich könnte noch schiessen. Und weißt du, was ich machen würde, wenn ich es würde spüren im Schiessen? Ich würde alles Gefressene gerade wieder schiessen und das Geschissene gerade wieder fressen und dann auf das Hurenpodest schauen.